Seit circa 2 Jahren haben wir ein neues Messgerät, Firma Vitronic, mit laserbasiertem Messsystem. Das ist in der Lage, gleichzeitig mehrere Fahrspuren zu überwachen und Messwerte einem Fahrzeug konkret zuzuordnen, so dass die bisherige Chance, aufgrund eines anderen Fahrzeuges nicht gemessen zu werden, deutlich geringer geworden ist. Außerdem haben wir jetzt eine digitale Fototechnik, so dass die Bildqualität deutlich gesteigert wurde und es nur noch wenig Ausschuss gibt. Die Arbeit der Polizei ist hierdurch wesentlich erleichtert. Die gesamte frühere Auswertearbeit wird nur noch von der Bußgeldstelle übernommen. Wir liefern nur noch die Daten ab. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass wir an keine markierten Messstellen gebunden sind. Wir können in jeder Baustelle messen, ohne dass es Einschränkungen gibt, wo früher es nicht möglich war, das Gerät überhaupt aufzustellen.